Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ich habe kurz pausiert, weil geht gleich weiter. Deswegen, also hier, guck da selber. Klar werde ich, ne? Wir wollen ja ein bisschen was machen. 1000 Öcken gibt es dafür. Überprüfe die Karte und finde das Fluchtfahrzeug. Halte den Aufbrecher mit allen nötigen Mitteln auf. Das kriegen wir hin. Ich würde da gerne, wenn wir hier schon mal tauschen können. Guten Morgen. Können ja auch tauschen, ne? Wie, ich muss das ausräumen. Ja, ist egal, oder? Wie viel haben wir drinne hier? Ah, das geht. Okay. Die. Weil das würde ich mir gerne mal den hier, weil den hatten wir noch nie, ne? Soll ich hier mal mit den Kleinen machen hier? Der wird ein bisschen jetzt hier aktiver sein, ne? Oh ja. Der hebt schon ein bisschen anders doch. Ja, und den halten wir den auf, weil dann kriegen wir ja. Die 1000 Öcken, die lassen wir uns nicht durch die Lappen gehen, ne? Jetzt kann ich auch wie richtig fahre. Aber viele Wege gibt es ja nicht, ne? Deswegen denke ich mal, wir kommen irgendwann schon mal da an, wo wir hin sollten. Dann haben wir den Bösewicht da auf das Schnauze. Ne? Hier bei Friedhof in der Nähe oder was? Oh. Oh, eine knappe Sache, ne? Naja, den kriegen wir schon. Wir sind ja voll motorisiert, ey. Wir haben ja hier den Benzer von Akaristan, ey, so gesehen, ne? Ich und mein Benz. Meinen Sie, wie schnell du gleich Ding im Kopf hast? Okay, doch nicht so schnell, aber bald schnell. Bin schade, dass man hier nicht so schießen kann, ey. Oh. Oh. Ja, wie sagt Willi immer so schön, ne? Aufbauseminar, Führerschein, Aufbau, Fahrsimulator. Ne, also. Aber das ist auch eine Scheißsteuerung hier, ne? Muss man ja mal zugeben. Keine Ahnung, liegt mir nicht. Ich habe lieber ein Lenkrad in der Hand. Dafür krieg ich 1000. Geil. Ach, da ist er ja. Wo sind wir? Okay. Sind ja fast zu Hause eigentlich, ne? Fast zu Hause. Nee. Alter Schwede. Der macht ganz schön viel kaputt, ne? Aber wie gesagt, 70 ist viel zu wenig, ne? Dafür, dass man sich der Gefahr aussetzt hier. Ich würde eigentlich, wenn wir hier schon mal sind, die paar Drogen dann verticken, ne? Dann wird es eben heute ein bisschen länger, dann ist es halt so, ne? Aber ich würde das machen hier.
Ja, sind nur. Ist man nur ein bisschen, aber ne? Was muttet mut? Oh. Das kennen wir ja noch, ne? Mit den Guten da. Aber nicht zu viel riskieren. So, ja, und dann geht's dann zurück. Ist ja fast auch schon Tag, ne? Wir haben 4000 auf der Kralle, so gesehen. Knapp. Das ist ja schon mal vorteilhaft. So. Den setzen wir gleich im Knast, dann können wir die irgendwann mal abholen, kommen lassen. Hören wir. Wie mag das jetzt? Kannst gehen. Transfer Gefängnis, genau. Gudi. Und dann schlafen wir eine Runde. Nächster Tag und ich denke mal, wir da kommt nicht mehr viel, ne? Wir haben jetzt vielleicht noch einmal Finale hier. Und das war's denn, ne? Wir so gerne, ob wir uns überhaupt noch was leisten können. So. Die Nacht kommt. Also die Nacht vergeht. Der Tag kommt. Und dann bin ich mal gespannt. Ja. Gleich denn, so gesehen, ne? Vier, okay. So, wir haben nur noch einen, der hier ist, ne? Der Fracht. Oh, sorry. Der kam überraschend. Der Frachtbrief ist hier im Ort. Moin. Oh, du hast was zum Tauschen. Das ist Gaut. Aber alles viel, viel zu teuer. Viel zu teuer, mein Freund. Viel zu teuer. Hab ich dir schon gesagt, wie viel teuer das ist? Ich will erstmal die Reifen kontrollieren hier. Okay. Vielleicht sehe ich hier schon was. Okay. Da kommen wir schon mal raus hier. Das ist hier, bei manchen ist das so und bei manchen nicht so. Ah, bei den meisten ist es so. Das entscheide ich am Ende. Aber bisher sieht eigentlich ganz gut aus, ne? So, mein Freund. Also, Gesicht stimmt schon mal. Du bist der Sion. Sion, ey, sag mal, hast du bei Matrix mitgespielt? Ovikov, Ovikov, der Sion, Ovikov, der Sion, Ovikov. Das stimmt. Dann hast du Young Dings K, das stimmt auch. Juni, Dezember, das stimmt auch. Also bisher ist ganz gut. So, dann kommst du aus Akaristan, bist auch über 30. Das heißt hier, jetzt stimmt überein. Stimmt überein. Stimmt überein. Oha. Das Siegel ist falsch, ne? Stempel falsch. Tägliche Bestimmung stimmt. Also, dann bist du ja der, noch der Azar-Fahrer. Azar 5. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Das ist der Bulli, der stimmt auch. Du kannst schon wieder mal ins Fahrzeug gehen, ne? Wenn du abhaust, dann wirst du erschossen, ne? Wisst ihr ja selber. Hm. So, TD 50180F, EF, okay, das Nummernschild ist schon mal scheiße. Junge, 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 ne? Das ist aber nicht so gut, ey. So, sonst mit dem Auto. Spiegel sind dran, Scheiben sehen gut aus, Reifen sind nicht platt.
Sieht eigentlich viel zu gut aus, oder? Naja, wer weiß. Davor huste ich die ganze Zeit nicht, ne? Kaum bin ich am Aufnehmen. Naja, ist egal. So, Maximalgewicht. Ist okay. Der Rest ist auch okay, bloß das ist eben Kacke, ne? Ich weiß jetzt nicht, wir gucken hier nochmal. Du kommst eh nicht durch, deswegen nimm dir Zeit, Bro. Jetzt ist aber gut. So, ist hier noch irgendwas? Ich glaube, jetzt habe ich mich mal ausgehustet. Muss ja auch mal sein. Man muss ja auch mal aushusten. So, was haben wir denn alles? 3373, 3337. Okay. Scheint wohin zu hauen. Ja. So, denn mein Freund. Aber kommst trotzdem hier rein. Ich hoffe halt richtig. So, der sieht erstmal ganz okay aus. Der hält auch. Das sieht gut aus. Oh, perfekto. Okay. Gucken wir erstmal das Auto an. Keine Dings, keine Scheiben kaputt. Okay. Okay. Wird to was zarubtaneczko? A ja lejno odkupica je to was. Nee, auch zu teuer. Tut mir leid, ist alles einfach zu teuer. Steig mal aus. Okay, also Gesicht stimmt ja, das haben wir schon mal. Dann bist du Servin Umarov. Umarov. Servin Umarov. Nee, das stimmt nicht. So. Datum ist okay, Datum ist okay. So, dann bist du ja, du bist aus Erkai, das interessiert ja eh keinen. So, die Passnummer. HO KLZ7, das ist auch okay. Das ist der Asam 72, das stimmt, glaube ich, ne? Ich gucke hier eben mal kurz rein. Okay. Ich weiß nicht, warum ich da was gucken kann. Aha. Greif den hier an. Mach meine Arbeit. Nee, meine, nein. Nö. Nein. Du kriegst die schwedische 8, mein Freund. Ich habe das eben mal gemacht. Das war damals schlechte Zeiten. Werfe ich mir bis heute nicht vor. Aber, also, wer einmal klaut, oder? Hä? Da wird ja nicht nur einmal irgendwas drin sein, oder? Nicht nur einmal Alkohol bei haben. Und sonst so hier drinne war ja auch nichts, ne? Nee. Okay. Komisch.
Einmal Alkohol nur. Okay. Na, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Nee, wo noch? Waschmaschinen, Sonnenblende. Ah, okay. Shit. Stand da nur eine Waschmaschine rum? Aber den haben wir jetzt, ne? Sind die restlichen gut oder was? Ja, glaube ich nicht. Gut wird hier keiner sein. So, der sieht gut aus. Du bist der Vladislav. Vladislav. Ilchen. Das stimmt, die Passnummer sieht auch gut aus. Abgelaufen. Ja, abgelaufen. Ach nee, doch nicht. Nicht abgelaufen. Wir haben noch Mai. Ja, ist aber knapp. Knapp. So, dann dreimal Gepäck und Kaffee. Okay. Das stimmt soweit. Du hast den Weg 6429 VU. Das stimmt auch. Sonst das Auto sieht eigentlich ganz gut aus. Ich gehe ja kurz mal rein. Okay, ja, kann nichts finden, ne? Können jetzt hier nochmal die, wo kommst du her? Bakaristan? Den Papier ein bisschen prüfen. Okay, und dann dein Alter, wie alt bist du denn? 22, So, das ist schon mal ganz wichtig. So, das Auto noch. Ich dachte eigentlich, der kommt rein. Ne? Der sah ganz sauber aus eigentlich. So, der 4x4. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Mal wieder zurück. So. Ja, ne, die restlichen Sachen, wo ist der, ne? Mein Freund. Ja. Da ich schon so oft gehört hier. Du hast coole Steine. Echte Ziegen hast du bei. Ah, was ist jetzt? Kennzeichen. Name. Oh. Ach, oh, und die Kennzeichennummer. So, Sonnenblenden gibt es hier gar nicht. Oh Gott. Ich bin erschrocken. Nee, die will ich gar nicht machen, die Mission. Zilbal? Ist hier auch was? Achso, ein Brief. Kommandeur, es war falsch von dir, mir gestern die Einreise zu verweigern. Meine Frau ist in einem ernsten Zustand ins Krankenhaus gebracht worden und es gibt niemanden in der Nähe, der sie dort unterstützen könnte. Okay, gut. Achso, ich habe noch gar keine Papiere von dir. Ilio, Otsabik Sarasta? Nee, kann ich auch so einreisen lassen, ne? Sehr geil. Kulkin. So, der ist, ja, der ist über 30. Juni, Mai, stimmt auch. P17, ABD, ja, das stimmt auch. Also das ist schon mal gut. Ein DBI 7522D BS, ja, das stimmt auch, hinten aber auch nicht. Ja.
Du kannst schon mal wieder zurück ins Auto. Weil ich habe hier jetzt nichts Verdächtiges gefunden, ne? Auch an den Reifen nicht, Schürze nicht. Nö, nichts Wichtiges. So. Ah, ich könnte natürlich auch rangehen und einfach ablehnen, ne? Warischu, eto czas, my wecz to obraćne atalo, kać krwawo fista. Nasze wywiadu gawryć, eto terrori dostojniki sekretny mytka i ligostinka, a ciopity dwie. Koresil dimo, fać brygadu, szalazne eto mestie, wy madre i zalis garina, ala arodni walista was. Achso, das ist ja die Hauptmission. Ich habe total vergessen, das andere ist ja dieses, was da so kam, ne? Ort der Schießerei. Ja, ja, klar. Ja, machen wir gleich. Brauche ich noch irgendwie Waffen oder sowas? Also wir haben ja, ich weiß nicht, habe ich jetzt hier noch irgendwie Munition? Ja. Sonst zeigt nichts. Gut. Du bleibst da, ne? Dauert heute mal länger mit der Grenze hier, aber ich bin ein wichtiger Polizeibeamter hier. Kannst du bitte reparieren hier noch? Ich sehe aus wie so ein Armer. Zum Einsatzort und sehe aus wie... Ist ja hier mit einem ordentlichen Fahrzeug hin, ne? So. Schlimm, schlimm, schlimm. Auch meine Fahrkünste. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Erinnert mich damals immer an diese guten alten Need for Speed Zeiten, ne? Need for Speed, Need for Speed 2. Hey, mal mit Kumpel zusammen, das konnte man zu zweit auf der Tastatur spielen, also mit einer Tastatur zwei Leute. Hat einer mal WASD genommen, der andere die Cursor. Dann konntest du immer gut fetzen, ne? Das waren noch Zeiten. Gott, war ich da jung. So. Natürlich da große Finale jetzt anscheinend, ne? Weil beim Laden steht immer 97%, also denke ich mal, ist jetzt hier voll Action, ey. Ihr mittelmäßigen? Okay. Granada. Die rennen zurück.
eine schlechte Stellung hier. Kamra! A zwali od sieczniku! Mnie ma drewielo czas! Lisz do jego! Was für eine Scheiße. Oh! Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, ich weiß, dass du es wieder so was. Вы позмыслач о достановка на шеве революция? Да. Утрошная чтфаровна. Игорь Акаров, это хенокриминал за братство. Преместие до истории. Садачло вели, что это не тап. Диена атма мените андиня. Nein, 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 nein. Hä? Hallo, 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 hallo. Was ist das? Oha. Was ist das? Warum steht da und warum lässt man Knochen liegen, ne? Ich habe immer gesagt, wozu Knochen liegen lassen? Typ der Partei. Nach dem Tod von Mikhail Garin löst sich die blutige Faust auf und alle, die mit der Organisation in Verbindung stehen, werden aufgespürt und in Arbeitslager eingesperrt. Igor Akarov führt seinen Plan zur Befreiung der Arbeiterklasse außerhalb des Landes aus. Am 16.04.81 überquert die große Befreiungsarmee die Grenzen und erklärt die Kapitalisten des Südens den Krieg. Okay. Bin ich jetzt immer noch an der Grenze, oder? Nach vielen Tagen der Folter gesteht, dass alle Aktionen der Bande der blutigen Faust gesteuert wurden. Er stirbt schließlich im Verhörraum der Polizeistation in Karikakta. Okay, die Informationen, die er sammelte, erwies sich als entscheidend für den Prozess gegen die Rebellenaktivisten. Da er nicht mehr dienstfähig war, wurde er vorzeitig pensioniert. Er wurde am 5. Juni 1989 mit allen Ehren auf den Friedhof von Zaketa beigesetzt. Okay. Kafka. Nach der Rückkehr in die Hauptstadt hilft er dabei, die Verstecke der blutigen Faust anzugreifen, wofür er mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet wird. Nach vielen Jahren wird er zum Minister befördert. Da ist er jetzt so gut hier. Für die Einzelgeschichten weiß ich nicht, ne? Timur. Er wurde 40 Jahre zur Zwangsarbeit in den Steinbruch verurteilt. Während einer Meuterei im Lager 84 wurde er verwundet und kommt nur noch knapp mit dem Leben davon. Schließlich flieht er aus dem Land und lebt allein im Versteck. Er hat sich nie wieder mit dem Scheitern der Revolution abgefunden. Achso, er hat sich nie mit den Scheitern der Revolution abgefunden. Er verbringt seine letzten Tage im Gefängnis und noch bis zum Schluss auf Befreiung durch die Rebellen. Er wurde exekutiert. 82. Also die Hintergrundgeschichten ist ja schon so ein bisschen spannend, ne? Aber ich würde sagen, Camille hat's gemacht. Okay. Oder war zumindest. Ja, schönes Intermezzo-Spiel, ne? Dieses Kontrollieren, das hat Spaß gemacht. Da haben sie sich richtig viel einfallen lassen. Muss ich sagen, so das Gameplay sonst so, ich sag mal, mit den Schießen und so, ne? Das war... Naja. Das war jetzt nicht drum reden, ne? Das war, hätte man... Natürlich das Ganze viel größer, aber für so ein kleines Projekt, muss ich sagen, haben sie es sauber gemacht. Hat mir gefallen. Das war die letzte Folge. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt, ne? Bin mal gespannt. Also... die Tage. Ciao, ciao.